Gott sei Dank habe ich nicht so viel gefrühstückt heute. Sieht doch gut aus jetzt. Roland. 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 Jetzt, heute geht es darum, wie es euch geht, was ihr macht, um einfach das auch in der Öffentlichkeit zu promoten, dass wir noch einen Bäcker haben in Hohenheim. Ja, also für euch eine Werbung. Das ist fast die wichtigste Botschaft von allem. Ja, und für mich, für meinen Film geht es darum, dass ich mich um die Handwerker im Ort kümmere und auch um die Belange, was eben im Ort sind. Oder im Wahlkreis halt. Ja, finde ich ganz toll. Also, und da waren sie, vor 2 Wochen waren sie dabei, da war ich in Germingen beim Bürgermeister. Ja, also haben wir da einen Ausschnitt gedreht. Und ja, so diese Sachen. Okay, es ist halt heute ein bisschen schlecht, dass du so früh fertig Aber man kann da ja verschiedene Sachen kurz zeigen, oder? Ja. Das ist ja hervorragend. Spezialität, die Holländerhändler. Sind die eigentlich gefüllt? Nein, die sind nicht gefüllt, aber der Teig ist ein besonderer eingezogener Hefeteig. Mit Richtung Croissant, oder? Mit einem Anteil. Mit Anteil. Okay. Es hat uns mal vor 40 Jahren ein Bäcker gebracht, der kam damals aus Holland. Die haben immer im Sommer Arbeit außerhalb gesucht. Ja. Da hat er ein paar Wochen bei uns gearbeitet. Ah, okay. Und von dem, der hat uns dann dieses besondere Rezept. Also das gibt es sonst nirgends hier. Also, du hast gerade gesagt, das ist unsere Besonderheit. Ich habe viele Besonderheiten. Das wisst ihr wahrscheinlich gar nicht. Ich finde es so besonders, ich esse ja eure Laugenbrötchen am liebsten. Und ich finde besonders, dass sie jeden Tag irgendwie ein bisschen anders sind. Ich stehe vielleicht. Ja, und das ist für mich einfach auch ein Zeichen, dass es Handarbeit ist. Dass es auch nicht jeden Tag gleich aussehen kann. Ja, aber ist doch klasse. Ja. Und dann, wenn es aus ist, ist es halt aus, dann muss ich halt was anderes kaufen. Ja. Oder was? Das ist aber das, was halt manchmal halt schwer zu vermitteln ist. Ja. Dass man halt in so einer Ortschaft mit so einem Ding nicht immer alles bis zum Schluss haben kann. Ja. Ist auch total unnötig. Ja. Wir arbeiten halt mit unseren Händen, genau. Maschinen. Und wir machen die Rezepte so natürlich wie möglich. Also keine künstlichen Zusatzstoffe, keine künstlichen Aromen. Und wir machen das Eiweiß alles noch so, wie man es früher gemacht hat. Vorteige, wie man es früher gemacht hat, ist alles sehr zeitaufwendig. Ja. Aber im Geschmack spielt sich das dann entsprechend wieder so, wie du jetzt. Und ihr habt ja auch keine Backmischungen, oder? Doch, wir nehmen auch Backmischungen, okay. Aber die haben das Green Label. Okay. Also auch ohne diese Zusatzstoffe sind hochwertige Backen, aber wenig, sehr wenig. Das sind hauptsächlich so Vormischungen von verschiedenen Getreide, die ich immer einkommen, wo man schwierig zu pflegen hat, die ich dann für meine eigenen Mischung wieder selber mische. Also okay. Andere Zutaten mache ich dann alles selber. Okay. Aber keine Backmischung als Hauptbestandteil jetzt von der Rauchmischung. So, sag auf, Wasser drauf und fertig. Ja, das macht er nicht. Da sind wir ganz von weg. Das ist super. Das wollen wir nicht. Die Mischungen kommen aus dem Rodewald, die Schadenkleumerbetrieb. Okay. Die hier zum Mühler aus Erlichheim kommt, auch im Schadenkleumerbetrieb. Und das Mehl selber? Erlichheim, die Bauern Erlichheim kommen rum und da ist die Mühlestängel, also die gibt es da auch schon mehrere Jahrzehnte. Was heißt für Sie regional? Ja, der darf auch nur bei den Landwirten im direkten Umfeld. Kann sein, dass wenn er mal zu wenig hat, dass er was tut auch da Also ich finde das Thema regional ja so spannend, weil man redet immer von Regionalität. Und wenn ich jetzt überlege, wie weit die Region ja angeblich geht, also die geht ein bisschen Schwäbische hoch, die geht ja, das wo ich sage, die ist schon eigentlich offiziell regional. Und ich, ja, meine Kombination, das ist auch wieder was drin. Ja. Aber bei uns ist es, wie gesagt, so, es ist schon fast die nächste Mühle, also wir haben die Mühle. Die nächste Mühle ich habe mit dem Stoff vorher gut als Kombinzeigerin eigentlich die große Mühle zum Mehl stabilisieren. Deswegen habe ich auch manchmal wieder Probleme mit dem Mehl zum Verarbeiten. Okay. Und das Schätzer hat die leider raus, ja, aber
sind sie mal so aufgegangen wie Laugenbrötchen oder andere Brötchen, aber das müssen wir dann immer erst erarbeiten im Handling mit dem Mehl, wie es jetzt gerade ist. Okay. Und das braucht halt auch alles mehr Zeit. Ja, ja. Aber der Geschmack ist halt ein anderer. Absolut. Tatsache sagen die Kunden ja auch immer wieder, kommen immer wieder zu uns und sagen, eure Sachen schmecken abends noch und am nächsten Morgen. Wir haben so eine Heißluftfritteuse. Ich weiß nicht, ob wir das. Eine Heißluftfritteuse haben wir. Aha. Und wenn wir da am nächsten Tag ein bisschen Wasser drauf machen und dann da rein 3-4 Minuten, dann sind die wie frisch. Ja, genau. Und da, das spiegelt sich halt durch das Mehl und alle Zutaten wieder in die Verarbeitung. Und da halten wir auch dran fest. Machen wir schon immer so. Mein Mann arbeitet ja seit 52 Jahren hier im Betrieb. Hier? Ja, ja. Oh, jetzt stimmt das aber gerne. Du hast ja schon gelernt. Ja, aber dann, okay, cool. Sauber. Und die Mutter von meinem Mann hat ja den Betrieb übernommen nach dem Krieg, als der Bruder und der Vater gestorben waren. Mhm. Und dann davor war es der Vater von deiner Mutter. Ja, ne? Also schon 1886, seitdem gibt es schon die Bäckerei hier. Seit 1886? Ja. So ein Zimmer, ne? Ja. Cool.